Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu mein erster RVO-Pullover, der Kel. Also das gemeinsame Stricken von so einem schönen RVO-Raglan-Pullover. Wir sind jetzt hier in Teil 4, falls ihr euch fragt, wie Teil 4, wo bin ich denn hier gelandet? Ich verlinke euch Teil 1 unserer Kel-Runde unten in der Beschreibung. Das heißt, wenn ihr jetzt das erste Mal hier gelandet seid, dann klickt ihr einfach erstmal auf Teil 1 und strickt euch von Teil 1 bis zu Teil 4 vor. Wir haben bis jetzt die Maschenprobe gemacht, ausgerechnet, wer wie viele Maschen für welche Größe aufnehmen muss, haben im letzten Teil uns über die Raglan-Linie hier für dieses Oberteil hier vorne vorgearbeitet. Und jetzt, heute, kümmern wir uns um die Aufteilung. Und dafür hole ich jetzt mal meinen anderen Pullover, an dem ich jetzt gerade stricke. So sieht das Ganze jetzt aus. Das heißt, wir haben jetzt so ein schönes Viereck. Ich kann euch das nicht ganz lang ziehen, weil mein Seil nicht lang genug ist. Das macht aber nichts. Ich ziehe mir jetzt einfach eine Seite hier lang, dass ich auf einer Seite mal die Raglan-Linie komplett glatt auslegen kann. Und dann können wir das messen. Das hier ist ja eine Babygröße, 74,80. Und wir messen die Raglan-Linie erst nach dem Bündchen. Das heißt, das zählen wir gar nicht mit, weil das ja im Normalfall so sitzen wird. Das heißt, wir setzen uns hier unser Zentimetermaß an und messen dann hier runter. Wir legen das hier schön flach aus und ich habe hier 13 cm erreicht. Also genau das, was ich für meine Babygröße brauche. Meine Empfehlung ist eigentlich immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, das heißt, wenn ihr für euch selbst strickt oder für ein Familienmitglied, was ihr in der Nähe habt, immer anprobieren. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Falls das nicht möglich ist, die zweite Möglichkeit ist, ihr nehmt euch einen Pullover in der Größe, die ihr erreichen wollt, und dann klappt ihr das zusammen. Weil wir müssen uns ja jetzt vorstellen, wir teilen uns das auf und dann wird das Ganze ja so aussehen. Ne? Und dann legt ihr euch das genau oben. Das ist ja jetzt eine andere Größe hier, die ist ja viel größer, aber ich habe in dieser Größe 74,80 habe ich nichts mehr da. Deswegen, man legt dann einfach hier oben Ausschnitt auf Ausschnitt und dann kann man sehen, ne? Passt das oder passt das nicht. In diesem Fall sieht man das ganz gut. Hier sind ja die unterschiedlichen Größen für ein Baby und für eine Vierjährige. Also da muss man ein ganzes Stück weiter stricken, ne? Wenn ihr gar nicht die Möglichkeit habt, dass ihr weder ein Kleidungsstück habt, noch dass ihr anprobieren könnt, dann könnt ihr euch an den Werten orientieren, die ich euch im letzten Teil gesagt habe für die Raglan-Linien. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt darum, das Ganze aufzuteilen. Und das ist nicht schwer. Es ist sogar, ehrlich gesagt, beim Stricken noch besser als beim Häkeln, weil die ganze Rechnerei haben wir ja schon gemacht. Beim Häkeln würde man jetzt anfangen, hier Maschen abzuzählen. In diesem Fall stricken wir jetzt einfach in unserem Muster weiter bis zu unserem ersten Markierer. Und das machen wir jetzt erstmal gemeinsam. Das heißt, ich bin hier kurz vor Rundenende angehalten, weil ich abends gemessen hatte, okay, jetzt bin ich soweit fertig, habe meine Größe erreicht und jetzt stricken wir hier einfach erstmal bis zum ersten Maschenmarkierer weiter, rechte Maschen. Und wenn wir da angekommen sind, dann sehen wir uns wieder. Das ist schon eine Masche runtergefallen. So. Ich habe euch mal ein bisschen näher rangeholt. Wir nehmen jetzt diesen Markierer raus und der sagt uns ja jetzt im Grunde genommen, dass das, was jetzt hier folgt, bis zum nächsten Markierer
unser Ärmel ist. Und diese Maschen legen wir uns jetzt still. Dafür gibt es entweder so Klammern, die finde ich eigentlich ganz hübsch. Ich habe aber besitze selber keine, also habe ich damit keine Erfahrung. Ich nehme immer einen Fadenrest. In dem Fall verwende ich den auch immer wieder. Das heißt, ich ziehe mir den hinterher raus, wenn ich dann den Ärmel stricke und lege mir den in meine Tasche und dann verwende ich den wieder. Ihr braucht also jetzt einen Fadenrest und eine Nadel, wo ihr diesen Fadenrest einfädeln könnt. Was vielleicht als Tipp ganz interessant ist, nehmt einen Fadenrest in einer anderen Farbe, weil wenn wir uns hinter die Maschen wieder auf die Nadel auffädeln, erkennt man diesen Fadenrest ganz gut und spießt dann dahinter mit der Nadel nicht durch und kriegt den sonst dahinter nie wieder rausgezogen. Für Anfänger würde ich auch empfehlen, den Fadenrest sehr, sehr dünn zu wählen, weil es dann auch hinterher einfacher ist, die Maschen wieder auf die Nadel zu bekommen. Okay, dann machen wir das jetzt. Wir fädeln uns jetzt unseren Faden. Ich glaube, ich muss doch noch mal ein bisschen die Einstellung ändern. Moment. Also, wir haben uns jetzt den Faden hier reingezogen. Und jetzt ziehen wir uns erstmal die rechte Nadel so weit raus, dass uns die Maschen da nicht flöten gehen können. Ne? Also, die lassen wir jetzt hängen. Und die linke Nadel beinhaltet jetzt alle Maschen von unserem ersten Ärmel. Und die fädeln wir uns jetzt einfach. Also wer geübt ist, kann jetzt einfach hier mit der Nadel so durchfahren. Ne? Für Anfänger würde ich immer empfehlen, jede Masche einzeln auf diese Nadel zu heben. Einfach so. Sieht man mich? Dann könnt ihr keine verlieren. Habt die alle richtig rum drauf. Und wenn euch das zu voll wird hier auf der Nadel, dann zieht ihr die einfach ein bisschen durch und schiebt diese Maschen schon mal hier auf den Faden. Dann schieben wir uns das alles hier ein bisschen weiter und machen einfach weiter. Was man jetzt auch machen kann, ist einmal zu zählen, wie viele Maschen das sind für den Ärmel. Und dann beim zweiten Ärmel das gleiche zu machen, auch nochmal zu zählen. Dann wisst ihr schon gleich, habt ihr auf beiden Seiten gleich viele Maschen. Das sollte ja im Idealfall so sein, wenn alle Zunahmen richtig gemacht wurden und nicht irgendwo eine vergessen wurde. Wenn das nicht der Fall ist, ist das aber auch nicht so schlimm. Es sei denn, ihr habt jetzt 10 Maschenunterschied oder so, dann wäre das ein Problem. Dann würde ich doch glatt wieder aufmachen wollen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dem einen Ärmel eine Masche mehr habt als auf dem anderen, dann ist das nicht so schlimm. Dann können wir das später ausgleichen. Also einfach ganz entspannt hier die Maschen rüberziehen bis zum nächsten Markierer. Ich habe noch ein paar, dann sehen wir uns da gleich wieder. Letzte Masche vor dem Markierer rübernehmen. Diesen Markierer können wir entfernen. Ziehen wir uns die linke Nadel auch raus, dass uns diese Maschen nicht flöten gehen. Und jetzt ziehen wir die Vernähnadel einfach einmal durch. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt hier alle Ärmelmaschen auf diesem Faden. Dann können wir uns die Vernähnadel rausziehen. Und ich mache das eigentlich immer so, ich mache mir einen Knoten. Also ich ziehe die jetzt so zusammen. Am besten so rum, weil wir ja so rum gleich weiter stricken. Dass das rechte nach oben zeigt. Ne? So, hier ist unser Ärmelloch, was jetzt später entsteht. Das könnt ihr euch ruhig eng zusammenziehen, es sei denn, ihr möchtet das später nochmal anprobieren, aber das kann man immer wieder aufmachen, weil ich mache jetzt eine Schleife rein. Und damit die nicht nachher beim Stricken irgendwie einfach immer so einfach aufgeht, mache ich eine Doppelschleife rein. Die geht mir dann nicht auf, lasse das hier so hängen. Und jetzt stricken wir weiter. Und zwar haben wir hier jetzt unser Ärmelchen. Dann ziehen wir uns die Maschen wieder. Ich muss jetzt wieder mit meinem Seil hier Magic Loop Methode arbeiten. Ich muss mir jetzt ein bisschen was rausziehen, damit ich die hier drauf bekomme. Und zwar stricken wir jetzt einfach hier weiter. Ich mache das auf jeden Fall so für meinen Babypullover. Ich habe das auch so gemacht für meinen Kinderpullover und für meinen Erwachsenenpullover. Es gibt aber die Möglichkeit, hier jetzt noch Maschen aufzunehmen, um einfach dem Ganzen ein bisschen mehr Weite zu geben. Ich kann euch mal, ich habe ein Projekt gerade, wo ich das gemacht habe.
Es liegt sogar hier, weil das meine Tochter anprobieren muss. Und zwar können wir mal den Vergleich machen. In diesem Fall hier habe ich unterm Arm keine Maschen aufgenommen. Das heißt, das Ganze geht unterm Arm dann hier glatt runter. Wenn ich Maschen unterm Arm aufnehme, sieht das Ganze so aus. Ne? Dann bekommt ihr für den Körper etwas mehr Weite. Das ist eine super Methode. Wenn ihr merkt, dass euch der Raglan oben richtig gut sitzt, der liegt an der Brust schön an, der liegt hier an den Schultern schön an. Ihr habt aber Sorge, dass ihr zum Beispiel, ihr habt ein bisschen Bauch oder ein bisschen Hüftspeck oder was auch immer und ihr habt Sorge, dass das dann hinterher da überall zu eng sitzt, dann nimmt man einfach jetzt, bevor man weiter strickt, Maschen auf. Die notiert man sich, damit man das auf der anderen Seite genauso macht, ne? Und dann bekommt man hier unten einfach etwas mehr Weite. Das ist sehr angenehm und macht das Ganze dann ein bisschen luftiger. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ich mache das jetzt hier bei dem Babypullover nicht, weil ich den schon relativ groß sowieso gewählt habe. Und Babys generell, klar, die haben ein Bäuchlein, aber dafür sind die oben etwas schmaler. Das gleicht sich dann eigentlich ganz gut aus. Wenn ihr jetzt hier an dieser Stelle sagt, ja, ich möchte für meinen Bauch ein bisschen mehr Luft lassen oder ich habe es generell gerne etwas bequemer und möchte das nicht so, so eng anliegend haben, dann macht ihr jetzt Folgendes. Dann nehmt ihr eure rechte Nadel und euren Arbeitsfaden und dann legt ihr euch einfach so eine Schlaufe auf die Nadel. Zieht die fest und schiebt die hier ran. Das ist eine neue Masche. Wieder eine Schlaufe. Anziehen. Zwei neue Maschen. Schlaufe. Drei. Ne, so. Ich zeige es mal ganz langsam. Also so wird die Schlaufe gelegt. Ne? Andersrum geht es, glaube ich, nicht. Ne, so wird es, glaube ich, ne, so rum geht es auch gar nicht. Seht ihr gerade, dann würde es aufgehen. Also ihr müsst die so umlegen. Macht die drauf und zieht die ein bisschen an. Und jetzt sehen wir hier 1, 2, 3, 4 neue Maschen. Ihr könnt, je nachdem, wie viel Platz ihr haben wollt, könnt ihr hier beliebig viele Maschen aufnehmen. Wenn es nur ein ganz kleines bisschen sein soll, dann würden jetzt diese 4 hier schon ausreichen. Wenn ihr denkt, oh nee, also nach unten hin zum Bauch und falls er über die Hüfte reichen soll, möchte ich doch ein bisschen mehr Platz haben, dann könnt ihr auch 8 oder 10 Maschen aufnehmen. Ne? Also das bleibt völlig euch überlassen. Wenn ihr jetzt diese Maschen aufgenommen habt, macht ihr das genauso wie ich jetzt gleich. Also wir können das jetzt mal eben zusammen machen. Dann macht ihr hier einfach eure erste Masche rechts und zieht euch das hier schön ran, soweit wie es geht. Und das war's, dann wird weiter gestrickt. Ich mache das ja jetzt nicht, das heißt, ich mache mir diese neu gewonnenen Maschen wieder runter, weil ich die ja nicht brauche für meinen Babypullover. Ich ziehe die jetzt einfach hier wieder runter und stricke ohne aufgenommene Maschen weiter. Die erste hier rechts und dann ziehe ich mir die hier so ran. Das ist natürlich hier trotzdem eine größere Masche, aber das legt sich beim Stricken mit den nächsten Reihen auf jeden Fall. Und jetzt stricken wir hier unser Vorderteil. Das wird einfach weiter glatt rechts abgestrickt, bis wir bei unserem nächsten Markierer ankommen für den zweiten Ärmel. Der ist hier. Und wenn wir da angekommen sind, machen wir das mit dem Ärmel nochmal. Bin ich hier wieder eine Masche vor dem nächsten Markierer. Eine 2. Die strecke ich mir noch ab. Nehme meinen Markierer wieder raus. Ziehe mir die rechte Nadel raus, dass mir hier nichts verloren geht. Und jetzt fädle ich mir wieder meinen Faden auf meine Vernähnadel. Mache das gleiche wie beim ersten Ärmel. Ich hebe mir alle
Maschen rüber auf, ups, da ist einer flöten gegangen, auf meine Nadel. Bis zum nächsten Markierer. Und dann sehen wir uns wieder. Auf der anderen Seite angekommen, ich mir noch die letzte Masche rüber, nehme auch diesen Markierer raus, ziehe mir jetzt erstmal hier die Nadel raus und hier ziehe ich meinen Faden durch alle Ärmelmaschen durch. Den muss ich mir auf der Seite ein bisschen festhalten, weil der ist irgendwie nicht ganz gleichmäßig lang. Den muss ich hier nur ein bisschen rausziehen. So, jetzt sortiert ihr euch auch da wieder die Maschen, zieht euch das mit einem Knoten zusammen. Puppelt euch die rechten hier immer nach außen. So, macht euch einen Knoten. Ach so, wenn ihr gleich anprobieren wollt, ne, dann könnt ihr euch auch einfach hier, damit ihr die richtigen Maße habt, die Ärmelmaschen einmal so verknoten, dass die locker auf diesem Fadenende hier, auf diesem Faden sitzen. Dann wäre das jetzt zum Beispiel in dem Fall so. Ne, dann habt ihr hier nämlich den Ärmel. Wir machen das mal. Dann zeige ich euch das gleich, wenn wir mit der Runde fertig sind. So, doppelte Schleife rein. Und jetzt macht ihr hier auf dieser Seite genau das gleiche, wie ihr auf der Seite gemacht habt. Wenn ihr da Maschen aufgenommen habt, dann müsst ihr jetzt hier auf der Seite genauso viele Maschen aufnehmen wie hier. Wenn ihr das nicht gemacht habt, so wie ich, dann müsst ihr jetzt hier auch einfach rechts weiter stricken. Ja. Jetzt habe ich natürlich ein richtig langes Seil. Vielleicht ziehe ich mir nachher noch mal ein anderes rein. Aber für diejenigen, die anprobieren wollen oder sollten, ist das natürlich jetzt mit dem großen Seil ganz gut. So. Es wird einfach hier angezogen und rechts weiter gestrickt, bis wir unsere Runde beendet haben. Das ist ja quasi jetzt die zweite Hälfte vom Rückenteil. Ne? Und hier ist unser Rundenbeginn. Und wenn ich da angekommen bin, dann zeige ich euch das mal in einer anderen Einstellung. So, und jetzt kann ich auf jeden Fall von ganzem Herzen sagen, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das, was den RVO ausmacht, gemeistert. Ihr habt nämlich jetzt ein Oberteil gestrickt und das ist quasi schon der schwierigste Teil von diesem Pullover. Also ich finde es ja nicht schwierig, sondern eher super praktisch, aber manche empfinden das als sehr schwierig und das war schon der schwierigste Teil. Ihr seid jetzt soweit, ihr habt einen Pullover, in den ihr reinschlüpfen könnt. Ne? Ihr könnt jetzt anprobieren, sitzt der gut. Ich würde das jetzt auch auf jeden Fall empfehlen, bevor wir jetzt hier gerade den Körper runterhäkeln, stricken. Wenn das eure Größe ist oder ihr euer Familienmitglied da habt, dann lasst die mal reinschlüpfen, weil dann könnt ihr nämlich sehen, ist der Ärmelausschnitt, passt der? Habt ihr hier genug Luft, um runter zu stricken? Das heißt, hättet ihr vielleicht doch lieber hier noch ein paar Maschen aufnehmen sollen, weil das vielleicht zu eng ist. Habt ihr ein paar Maschen aufgenommen und stellt fest, ups, das ist viel zu weit, dann ist jetzt nämlich die Möglichkeit, wo ihr das nochmal ändern könntet. Wenn man dann erstmal eine ganze Weile runter gestrickt hat, ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn man dann hinterher wieder aufmachen muss. Ja. Das ist also, wie gesagt, der schwierigste Teil. Jetzt kommen wir zum Rumpfteil. Und da habt ihr eigentlich auch die Möglichkeit, ihr könnt jetzt hier in diesem glatt rechts gestrickten Part weiter stricken. Ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Ich mag rein glatt rechts gestrickte Sachen sehr gerne, weil es einfach immer sehr edel und klassisch aussieht. Oder ihr macht jetzt im Perlmuster weiter, so wie ich. Wie das jetzt geht, da kümmern wir uns jetzt im nächsten Schritt drum. Wer glatt rechts stricken möchte, strickt jetzt einfach Runde für Runde immer nur rechte Maschen und zwar so lange, bis er die Länge erreicht hat, die er stricken möchte. Wer mit mir das Perlmuster stricken möchte, der kann sich jetzt einfach mit mir anschauen, wie das funktioniert.
Wir starten jetzt mit unserem großen Perlmuster. Ich muss mir meine Nadel hier wieder irgendwo raus, mein Seil wieder irgendwo rausziehen, weil ich ein zu großes Seil jetzt habe. Für das große Perlmuster in Runden benötigt ihr eine ungerade Maschenanzahl. Wenn das nicht der Fall ist, ist das auch nicht so schlimm. Dann wäre das hier am runden Übergang, sind das manchmal zwei gleiche Maschen, wenn ihr eine gerade Anzahl habt. Ihr könntet sonst auch noch eine Masche aufnehmen in dieser Runde. Ist aber nicht so tragisch, falls das nicht so ist. Also, das ist meine letzte Masche von der Runde. Ich hebe hier meinen Markierer rüber und das große Perlmuster ist ganz einfach. Wir stricken in der ersten Reihe eine Masche rechts, eine Masche links. Eine Masche rechts, eine Masche links. Und das wird die ganze Runde über wiederholt. Eine rechts, eine links. Das machen wir einmal komplett rundherum, bis wir wieder bei unserem runden Markierer angelangt sind. Und dann geht es weiter mit Runde Nummer 2. Achso, wenn ihr jetzt hier unterm Ärmel ankommt und ihr habt euch Maschen aufgenommen, dann strickt ihr diese aufgenommenen Maschen auch einfach in dem Muster. Also so, wie das Muster weiterläuft. Ne? Einfach eins rechts, eins links. Die Maschen werden hier dann unterm Arm ganz normal abgestrickt, so wie sie in dem Muster gestrickt werden müssen. Immer eine rechts, eine links. Ne? Das wird jetzt also, die aufgenommenen Maschen werden als neue Maschen gezählt. So, ich bin jetzt zwei Maschen vor meinem Markierer angekommen und ich habe jetzt hier eine rechte Masche. Das heißt, die wäre links und die wäre rechts. Somit habe ich in dieser Runde eine gerade Anzahl und eigentlich sollte die letzte Masche hier links sein, weil ich hier mit einer rechten Masche begonnen habe. Das ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt hier zwei rechte Maschen habt. Aber damit das passender ist, nehme ich mir jetzt einfach noch eine Masche auf und das machen wir so, wie wir das auch in der Raglan-Schräge gemacht haben. Wir machen jetzt eine linksgeneigte Zunahme. Ich steche hier vorne ein und stricke mir hier hinten rechts verschränkt eine Masche raus. Ja, das machen wir nicht hier. Moment, die mache ich wieder auf. Rechts, machen wir links. So, jetzt machen wir uns das. So. Na, rechts verschränkt, dann haben wir nämlich wieder, sind wir wieder im Muster, das heißt rechts, links, rechts, die letzte stricke ich jetzt links und dann folgt am runden Anfang wieder die rechte. In der zweiten Runde des großen Perlmusters werden alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen. Das heißt also, alle rechten Maschen werden rechts gestrickt. Und alle linken Maschen werden links gestrickt. Und in Runde Nummer 3 versetzen wir uns dann das Muster. Und das machen wir dann, wenn wir diese Runde hier abgestrickt haben, dann sehen wir uns gleich wieder. Am Ende von Runde Nummer 2 unseres Perlmusters habe ich hier noch zwei Maschen, eine rechte und eine linke. Jetzt hebe ich mir meinen Markierer rüber und wir starten mit Runde Nummer 3. In Runde Nummer 3 werden die Maschen versetzt gestrickt. Das heißt, über die rechten Maschen stricken wir eine linke und über die linken Maschen stricken wir eine rechte. Links. Rechts, links, rechts. Also auch ganz einfach. Es wird das Muster, das wirklich nur aus rechten und linken Maschen besteht und aus vier Runden, die sich immer wiederholen. Ich finde, das große Perlmuster ist ein super, super gutes Muster für Anfänger, weil ihr dabei rechte und linke Maschen üben könnt und die immer im Wechsel gestrickt werden, so dass kleine Unebenheiten
in diesem Muster nicht auffallen. Falls es bei euch so ist, dass die linken Maschen lockerer sind als die rechten Maschen, das ist bei ganz vielen am Anfang so, ist das nämlich ein Muster, in dem das nicht auffällt, wenn das Ganze fertig ist. Also super, um diese linken Maschen zu üben, weil die immer im Wechsel gestrickt werden. Und nach so etwas, wenn ihr zum Beispiel einen Pullover jetzt oder das Rumpfteil von einem Pullover in diesem großen Perlmuster gestrickt habt, dann habt ihr richtig super Übungsarbeit geleistet und danach werden eure linken Maschen definitiv sauberer aussehen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ihr seid, guckt ihr gerade. Ne? Hier ist jetzt eine linke, also muss ich da eine rechte drüber stricken, falls man das mal aus der Hand legt. Ne? Und das machen wir jetzt auch einmal die ganze Runde rum und dann sehen wir uns für Runde Nummer 4 wieder. Letzte Masche von Runde Nummer 3. Und Runde Nummer 4 wird genauso gestrickt wie Runde Nummer 2, nämlich alle Maschen so stricken, wie sie erscheinen. Das heißt links, rechts, links, rechts. Also hier haben wir eine linke, dann stricken wir die auch wieder links. Hier haben wir eine rechte, also wird die rechts gestrickt. In Runde Nummer 2 und Runde Nummer 4 werden alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen. Und das sind auch schon unsere 4 Runden, die wir für dieses Muster benötigen. Danach geht es wieder weiter mit Runde Nummer 1. Man kann das hier jetzt schon ganz schön sehen. Es gibt so ein Knötchenmuster. Das heißt, in Runde 1 startet ihr eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. In Runde 2 strickt ihr die so ab, wie sie erscheinen. Alle rechten Maschen rechts und alle linken Maschen links. In Runde Nummer 3 wird gewechselt. Das heißt, alle Maschen, die wir vorher rechts gestrickt haben, stricken wir in Runde 3 links. Und alle Maschen, die wir links gestrickt haben, stricken wir rechts. Und in der 4. und letzten Runde wird wieder alles so abgestrickt, wie es erscheint. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Immer Runde Nummer 1 bis 4, dann wieder 1 bis 4, 1 bis 4. Und zwar so lange, wie das Ganze sein soll. Ich gucke mal eben gerade nach etwas und dann melde ich mich nochmal wieder. Wir stricken uns das Ganze ja jetzt hier runter. Das wird ja der Rumpf. Und da könnt ihr natürlich auch bestimmen, wie lang das werden soll. Manche wollen das als ganz kurze Version haben, zum Beispiel Cropped-Version. Manche wollen das bis zum Bauchnabel, manche eher bis zum Hüftknochen. Das ist also etwas, was ihr euch vorher aussuchen könnt und überlegen könnt. Das ist also eine Geschmackssache, da kann jeder genau das machen, was er möchte. Ich verlinke euch in der Beschreibung eine Tabelle, wo eine ungefähre Größenangabe drin steht, wie lang so ein Teil Pullover, wie lang so ein Pullover sein muss, also von hier oben bis unten. Ich muss auch gucken, weil ich jetzt überhaupt keine Maße von dem Baby habe, wie lang der werden soll, aber ich kann das meistens sehen, also von daher, das sind einfach Erfahrungswerte, ne? Und dass ich das mittlerweile ganz gut einschätzen kann. Wie gesagt, wenn ihr gar nicht wisst, schaut in die Tabelle oder wenn ihr für euch selbst strickt oder ein Familienmitglied, könnt ihr auch ein Kleidungsstück ausmessen, das gut passt. Ne? Dann setzt ihr euch einfach hier oben, also für zum Beispiel meine Tochter, das können wir mal eben ausmessen. Das ist ein Pullover 4 bis 5 Jahre. Der hat eine Länge von... Setzen wir uns einfach hier oben am Bündchen an, messen das gerade runter bis zum anderen Bündchen und das sind 42 cm. Das ist jetzt also eine Länge so 4 bis 5 Jahre für einen Pullover. Ich kann mal eben meinen Pullover in Größe 46 messen. Der hat für mich eine optimale Länge. Kleinen Moment. Mein Pullover in der Größe 46 hat eine Länge hier vom Bündchen inklusive dem Bündchen hier unten von 67 cm. Das heißt, ich habe wahrscheinlich, das Bündchen ist so 5 cm lang. Da müsst ihr euch diese Bündchen Zentimeter einfach noch eben abziehen und dann strickt ihr diese Länge runter in eurem Perlmuster.
Das heißt also jetzt ganz entspannt zurücklehnen und einfach nur euren Pullover gerade runterstricken. Es werden keine Zunahmen mehr gemacht und keine Abnahmen mehr gemacht. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir unsere gewünschte Länge erreicht haben. Dann stricken wir uns unten ein Bündchen dran. Da gibt es auch noch ein paar Variationen. Und dann machen wir uns an die Ärmel, die wir auch direkt anstricken werden. Das heißt also, ich sehe manchmal Sachen, da weiß ich nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Also da wird dann irgendwie so ein flacher Schlauch, also so ein gerades Teil gestrickt und dann näht man sich das zu dem Ärmel zusammen und näht das an den Pullover. Also umständlicher geht es eigentlich gar nicht. Wir nehmen uns hier die Maschen auf und stricken den Ärmel einfach runter. Auch das wieder, um möglicherweise, wenn man möchte, anprobieren zu können, wie lange man den Ärmel haben möchte. Aber das sind alles Sachen, da kümmern wir uns später drüber. Dann würde ich sagen, entspannt euch, viel Spaß beim Stricken und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss!